euch ein neues Video vorbereitet. Und zwar habe ich euch in meinem letzteren Haul gefragt, ob ihr gerne die Sachen sehen möchtet, die ich mir vom Zara und Co. gekauft habe. Es sind aber in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen dazugekommen. Deswegen, es sind einige Sachen zusammengekommen und deswegen würde ich sagen, ich fange direkt mal an. Vom H&M habe ich mir diese Pantoffeln oder Hausschuhe gekauft. Ich habe zwar eine Bodenheizung, aber es gibt nichts Schöneres als gemütliche, kuschelige zumindest, Hausschuhe zu tragen. Und die sind super, super bequem und ja, sind auch gefüttert, deswegen ist das Frieren ausgeschlossen. Und ja, ich habe solche gebraucht und gewollt und deswegen habe ich die mir gekauft. Dann kommen wir direkt zu Zara. Das ist hier eine kleinere Tüte, aber da liegen noch so viele Sachen vom Zara, deswegen zeige ich euch erstmal hier das hier, was ich mir gekauft habe. Das war gestern. Und zwar habe ich mir diesen schönen, gemütlichen Pulli gekauft. Und zwar sieht der so aus. Der hat schon dieses winterliche Muster drauf und die fallen generell sehr groß aus. Ich habe den leider nicht mal in S gefunden, habe den mir in M gekauft, aber das ist mir so egal, weil diese Pullis müssen jetzt nicht eng anliegend sitzen, sondern sie können ruhig kuschelig, gemütlich, lang und groß sein. Den habe ich mir dann auch gekauft. Das nächste Oberteil ist auch wieder vom Zara. Also zumindest ist das eine Art Kleid. Das hat hier einen silbernen Reißverschluss und der Stoff ist sehr, sehr fein. Deswegen muss man wirklich aufpassen. Das ist einer dieser Stoffe, dass wenn man mal mit dem Nagel dran hängen bleibt, dieser Fehler nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ja, das ist ein sehr, sehr schöner Stoff und sieht auch sehr elegant aus, wenn man den ja, mit einer Leggings kombiniert und High Heels oder Boots oder höheren Boots. Das ist eigentlich relativ egal, kommt drauf an, wie man das stylt. Und ja, das ist eines meiner Lieblinge, die ich mir jetzt mal gekauft habe. Und bevor ich es vergesse, dieses Oberteil, was ich hier trage, das ist auch wieder total leger, wie ihr sehen könnt. Ein ganz normaler Sweater in dieser schönen Farbe, in so einem melierten, Gott, wie soll ich das sagen, lila Pflaumen, hell Dingsbums, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Und hinten ist was aufgeschrieben, wenn ihr das hier so sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau da dran stand, aber mir hat der Satz gefallen. Und wenn man dazu einen Zopf trägt oder die Haare einfach gebunden hat, dann kann man das lesen. Dann als nächstes habe ich mir diesen Rollkragenpulli gekauft in Schwarz von Zara. Es ist ein simpler Rollkragenpulli, aber mir haben diese Details am Ärmel gefallen, hier im Bereich des Handgelenks, dieses Gold. Das gibt dem Oberteil einfach nochmal was Eleganteres her und sitzt ja auch etwas enger an. Aber ich finde so schwarze Rollkragenpullis, die sehen so elegant aus, wenn man zum Beispiel eine Hochsteckfrisur trägt. Und dann wirkt alles zwar etwas strenger, aber ich liebe diesen Stil. Ich habe zwar vorher mit H&M angefangen und bin dann direkt über zu Zara gegangen, diese Pantoffeln, die ich vorhin gekauft habe, aber ich habe hier ein paar Oberteile vom H&M gekauft. Ich habe dieses Oberteil hier schon mal getragen. Das ist ein simples, ja, ganz langer Sweater, der etwas feiner ist vom Stoff. Ich habe mir den letztes Jahr schon gekauft, aber in einem grau-rosa. Und dieses Jahr gab es den in schwarz-weiß und deswegen habe ich den mir gekauft. Dann habe ich mir noch einen Rollkragenpulli gekauft. Und zwar, ups, der ist zwar umgedreht, ha, Lami. Und zwar ist das in diesem Rosé-Altrosa, so ein Rollkragenpulli, der total kuschelig warm ist und sehr, sehr schön sitzt. Also muss ich echt sagen. Und dann habe ich mir noch vom H&M zu guter Letzt eine Jeans gekauft. Und zwar ist das die hier. Eine simple Skinny Jeans. Yep. Mir hat die Waschung einfach sehr gefallen. Mit diesem Blau, mit dieser Waschung hier am Kniebereich. Und ja, das ist auch alles gewesen vom H&M. Dann habe ich mir noch eine Winterjacke gekauft. Jedes Jahr lege ich mir eine Winterjacke zu. In einem Jahr kaufe ich mir eine längere Winterjacke, im anderen Jahr eine bisschen kürzere Jacke. Und dieses Jahr hat es eine kürzere schwarze Jacke in meine Winterjackenkollektion geschafft. Und zwar ist das die hier vom Hallhuber. Mir hat die super schön gefallen. Das ist hier dieses Fellimitat. Und ja, ist super schön, ist sehr dick, hält warm, total schön, sitzt auch sehr schön und vor allem in Schwarz. Ich habe zwar ganz viele Mäntel in verschiedenen Farben, aber selten eine in Schwarz, weil ich jedes Mal, wenn ich mir eine Jacke kaufe, mir denke so, schon wieder schwarz, dabei habe ich keine schwarzen. Und ja, deswegen diese Jacke noch und das war's dann auch. Jetzt kommen wir direkt über zu Douglas. Ich habe mir auch was von Douglas gekauft. Ein paar Kleinigkeiten, jetzt nicht so viel. Und zwar wieder mein Trockenshampoo von Batiste in Dark and Deep Brown.
immer wenn die Haare fetten, vor allem bei glatten Haaren, es ist echt extrem. Also wenn ich meine Haare glätte, dann sind die nach 2 Tagen fettig. Dann ist das mein kleiner Retter. Und das riecht auch immer sehr schön. Deswegen ist das immer sehr, sehr schnell leer. Dann habe ich mir noch hier einen Nagellack und 2 Lippenprodukte gekauft. Einmal diesen Nagellack hier von OPI in der Farbe Incognito in Sausalito. Der ist sehr schön. In einem Creme-Finish in Blau, dunkelblau und gefällt mir sehr. Ich mag es momentan eher so Creme-Finishes zu tragen, nicht Glitzer. Die Glitzerzeit kommt sicherlich gegen Weihnachten hin. Aber ja, momentan mag ich es eher cremiger. Und dann habe ich mir hier 2 Lippenprodukte von MAC gekauft. Und zwar trage ich diese Kombination auf den Lippen. Und zwar hier einmal diesen Lip Liner in der Farbe Boldly Bare. Das ist so ein schönes Nude mit einem bräunlichen Unterton. Ich übermale damit meine Lippen sehr gerne, sodass sie etwas voller wirken. Und dann in der Kombination mit diesem Lippenstift in der Farbe Velvet Teddy. Momentan, oh, ich liebe ja. Ich liebe diese Farben momentan, diese bräunlichen Nude-Töne. Die kann man so schön tragen zu verschiedenen Augen-Make-ups. Und dadurch wirken die Lippen voller. Also ich übermale das gerne und dann wirken meine Lippen so psch, total dick. Und viele meinen auch sogar unter meinem Instagram-Post, ich hätte meine Lippen unterspritzt. Aber no, ist alles Magic of Make-up. Das war's dann auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, meine Hübschen. Und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Zeit. Es wird wieder so schön. Ah, ich freue mich schon auf die Dekorationsvideos und DIYs und diese festlicheren Videos. Und wenn ihr Videovorschläge habt oder Videowünsche zu dieser Jahreszeit, dann lasst es mich in den Kommentaren sehen und lesen und euch hoffentlich auch dann in einem Videowunsch erfüllen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Hübschen. Und bleibt immer schön positiv. Ich habe euch nämlich super, super lieb und bis bald.